tot. Ja, geil. Hallo meine lieben Leute, euer Blue X-Man hier am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Super Mario Maker 2 Video. Heute wieder mit der 10 Leben, 10 Level Challenge. Und ja, mal gucken, ob wir heute das Glück haben, hier mal gute Expert-Level zu bekommen. Aber ein Level oder zwei Level können das Ganze schon wieder zum Scheitern bringen. Wie auch beim letzten Mal. Obwohl es sehr spannend war. Hätte ich nicht gedacht. Und jetzt sind wir hier wieder drin. Und ich fühle mich, glaube ich, erst dann so richtig befriedigt, wenn ich das hier geschafft habe. Ne? So. Bin ich hier richtig? Oder bin ich hier nicht richtig? Super Obstacle-Kurse. Okay. Ist hier ein unsichtbarer Block? Weil Blindjumps hasse ich ja über alles. Und ich hoffe, ich kann dann mit dem Dribble Jump hoch. Scheiße. Aber ja, doch, das ist kein Problem. Ja, aber wir müssen wohl nach rechts springen. Und das ist richtig kacke. Ja. Und im Fullspeed. So, eins, zwei. Ohne Dribble Jump. Eins, zwei, drei. Okay. So, danke. Es ist immerhin fair. Da kann man nicht meckern, aber hallo Sonne. Kannst du weggehen? Ich will dich nicht haben. Okay. So, bisher ist es noch fair. Ich hab immer das Gefühl, dass irgendwo unsichtbare Blöcke noch erscheinen. Wir warten, bis die Sonne auf der anderen Seite ist, glaube ich. Ja, wir warten bis. So, sehr gut. Und. Jawohl. Oh, das war knapp. Ich will hier keinen dummen Tod. Kein dummer Tod. So, perfekt. Da ist Boden bei dem Grasbüschel. Sehr gut. Ja. Und da ist das Ziel. Ist hier noch ein Block? Nee. Okay. Dann können wir rein. Perfekt. Schönes erstes Level. Gut gelöst, würde ich sagen. Und so kann es weitergehen. Let's go. So, Nummer 2. Ein Japaner-Level. Mit dem Hashtag Einzelspieler. Das hat ja nicht unbedingt etwas Fieses zu bedeuten. Pilz? Pilz ist immer gut. Da kann man nicht meckern. Und wir pirschen uns vorsichtig heran und Yoshi! Ich will dich haben. Ja toll, was bringt mir da der Pilz, wenn man da sowieso getroffen wird? Ja, das war wieder typisch japanisch. Okay. So. Ja, hier hätte ich den Pilz ja sowieso verloren. An allen möglichen Stellen. Alles klar, alles klar. So, perfekt. Krieg ich hier nochmal einen Pilz? Ja. Weiß nur, bringt er mir was? Vermutlich nicht. Aber ich kann mich irgendwo mal Damage boosten, bestimmt. Und daher ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wir warten. Und ich weiß gar nicht, ob diese Challenge bei euch gut ankommt. War recht spontan ausgedacht. Und mir macht's Spaß. So was habe ich ja ganz früher auch schon mal gemacht. Bloß in einer etwas anderen Form. So. Und jetzt, ja, hier wieder zurück. Generell will ich wieder so ein bisschen, ja, mal gucken. So ein bisschen mehr Variation reinbringen. Ja. Und schauen, ob das bei euch gut ankommt. Und dann mal gucken, ne? Würde mich auf jeden Fall freuen. So, perfekt. Weiß auch noch nicht, ob ich diese drei Videos hintereinander raushaue oder ob ich zwischendurch irgendwas anderes mache. Vermutlich bringe ich die nicht direkt hintereinander raus. So, hier können wir rein. Perfekt, perfekt. Sehr gut. Ja, Yoshi. Ich nehme mit. Ah, es gibt ja theoretisch so viel, was man machen kann, ne? An Challenges, an Kaizo-Leveln, Troll-Leveln. Theoretisch auch Troll-Leveln, ja. Hatten wir im letzten Part 1. Ah, ich meine so richtig gute Troll-Level. Ah, da mal gucken. Da will ich mal so
drauf hinarbeiten quasi. Wenn es da was Gutes gibt, will ich das mir angucken. Und Yoshi lebt noch. Sehr schön. Ah, da habe ich auf jeden Fall einiges vor. Und aktuell bin ich auch wieder in Videolaune. So. Oh mein Gott. Wie soll man denn da reinkommen? Danke. Wenn ich getroffen bin, dann wäre das, glaube ich, der Tod. Und muss ich jetzt klein werden? Glaube ja. Und Yoshi kann ich nicht mitnehmen, ne? Wobei, doch, Yoshi kann ich mitnehmen. Aber es ist schwierig. Wobei, ja, ich muss mich treffen lassen. Und er muss in die Richtung rennen, genau. Perfekt, ich werde klein. Und nehme Yoshi mit. Sehr gut. Jawohl. Ich glaube, wenn ich das Level normal durchgespielt hätte, dann wäre Yoshi weg. Definitiv. Aber wenn man sich über jeden Schritt nachdenkt, dann kommt man auf so geile Sachen. Und mir macht das echt gerade Spaß, hier diese Level so auf diese Art und Weise zu spielen. Oh ja, und ich hoffe euch auch. So, das weiß man ja leider nie, ne? Aber ich habe jetzt auch monatelang keine Videos gemacht. Weil monatelang, das ist übertrieben. Aber ich glaube so, ja. Ja, oh Gott, nein, Yoshi. Ich glaube, im ganzen April habe ich kein Video gemacht, tatsächlich. Aber jetzt soll es wieder vorangehen. Man braucht hier Yoshi? Na gut, mit Spin Jump geht das auch. Mit Spin Jump, aber brauchen wir nicht. Sehr gut. Es wäre ganz nice, wenn jetzt mal hier das Ziel kommen würde. Jawohl. Okay. Ziel? Nein, Bowser. Okay. Bowser, dich besiegen wir doch schnell. Deine Flammen machen mir nichts aus. Man darf sich aber hier noch nicht treffen lassen, aber kein Problem. Nimm Yoshi mit. Jetzt haben wir Zeitdruck. So, komm, Ziel. Ziel. Come on. Please. Ja, die Münzen, auf die brauche ich nicht. So, hier ist noch ein Yoshi. Okay, aber hier ist das Ziel. Hier ist das Ziel. Sehr schön. Nice. First try. Perfekt. Perfekt. Kein Leben bisher verloren. So muss es sein. Und das war ein recht anspruchsvolles Level, aber... Oh Gott. Aber geschafft. Nice. Sehr gut. Weiter geht's mit dem dritten Level. Bitte kein Troll-Level. Bitte kein Speedrun. Bitte keins von beiden. Matt, Lad, Lair. Okay, Autoscroller. Na, okay. Gucken wir mal. Scrollt noch nicht. 50 Sekunden Weltrekord. Okay. Warte, ist da oben eine Kreissäge? Ja, da ist eine Kreissäge. Fies. Ja, komm. Pff. Das ist bescheuert. Ich hasse Bumper. Ich hasse Bumper über alles. So, ich würde sagen, wir springen da direkt hoch. Ja, okay. Da kommen doch wieder Kreissägen, oder? Ja, oder hier nicht? Ne, hier nicht, okay. Alles klar. Das ist eine Kombination aus fair und unfair. Jetzt ist halt die Frage, muss ich jetzt hier hoch oder nicht? Ich brauche aber bestimmt die Münzen. Checkpoint. Soll ich den nehmen? Ja, ich nehme den mal. Und... Ah ja, jetzt bin ich hier wieder. Okay. Ah, das müsste eigentlich bedeuten, dass ich die Red Coins nicht brauche. Eigentlich nicht. Andererseits... Ich vermute, dass er das nicht so berücksichtigt hat. Und jetzt gibt es wieder zwei Wege, ey. Ja, aber der ist geheimer. Da kommt nichts raus. Okay. Komisches Level. Ist das hier das Ziel? Ja, hier ist das Ziel. Okay. Da sage ich nicht nein, ne? Da sage ich nicht nein. Ein Tod bisher. Let's go. Let's go, Leute. Viertes Level. Viertes Level, komm. Ein Japaner-Level. Shooter. Okay.
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Ja, das sieht noch nicht so nach Shooter aus. Sieht eher nach Trash aus. Und Weltrekord 18 Sekunden. Der Stern geht hier raus. So, aber hier ist ein Stern drin, oder? Ja, okay. Dann müsste ich eigentlich im Ziel sein. Jupp. Diejenigen, die den Stern nicht mitnehmen, sind tot. Aber ich habe dran gedacht. Perfekt. Auch First Try das Level. Sehr schön, sehr schön. Oh, das ist der beste Versuch bisher. Nice. Let's go, let's go. Level 5. Bitte kein Speedrun, bitte kein Speedrun. Und vor allem kein Troll-Level. Ich siege 12 Stachelfische. Oh je. Oh, ich mag diesen Fisch nicht. Mag diesen Fisch nicht. Und ich soll das mit der Katze machen, oder was? Ja, das geil. Okay. Oh mein Gott. Ja, ist klar. Ist klar. Ich wollte eigentlich da hoch. Aber. Fisch schluckt mich. Das ist doof. So, eins, zwei. Ja, jetzt weiß ich, wie sie sich bewegen, die Fische. Jawohl. Immer wenn sie hochkommen, direkt töten. Ich habe das Gefühl, da oben ist ein Miauser. Irgendwas anderes. Ja. Ich besieg die Fische. Ich besieg die Fische. Oh ne, das ist ein Poolbillies. Muss ich da hoch? Nö, muss ich nicht. Ich kann ins Ziel. Sehr gut. Ja, okay. Okay. Passt. Passt. Zwei Tode und 5 Level geschafft. Das sehe ich doch gerne. So, Leute. Es wäre nice, wenn wir das heute schaffen. Kira, XXX. Alles klar. Oh mein Gott. Weltrekord 5 Minuten 49. Ist klar. Oh, das sieht nach einem Hooperling Boss Battle aus, oder? So ein bisschen. Ist nicht unbedingt schlecht. Aber ich weiß nicht. Kriegen wir eine Feuerblume. Das ist gut. Aber ich glaube, wir müssen gegen alle Koopalinge kämpfen. Es sieht sehr, 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 sehr danach aus. Und da ist auch schon ein Ludwig. Ja, wir müssen wahrscheinlich alle töten. So, ich glaube, hier schneide ich so ein bisschen. Oder? Haben die einen Schlüssel? Es sieht jetzt nicht so danach aus, aber irgendwie... Irgendwie doch. Ah, jetzt bin ich gespannt, ob der einen Schlüssel hat. Hast du einen Schlüssel, Ludwig? Nein, hat er nicht. Alles klar. Das ist ein bisschen komisch, aber gut. Es ist ein Level von einem Mexikaner, okay. Da darf es ruhig komisch sein. Mehr oder weniger. Boah, nee, keine Ahnung. So, die komischen Level kommen ja meistens eher von Japanern. Und hier verletze ich mich, oder? Ich glaube schon. Das ist ein bisschen fies, aber ja gut. Ah, ich weiß nicht. Oh shit, Mann! Geh da rein. Okay. Perfekt. Ich denke, die haben keinen Schlüssel. Nee. Kann ich das cheesen? Nee, ich glaube nicht, dass ich das cheesen kann. Nee, es wäre aber lustig. Na, das hat er abgesichert. Alles klar. Dann geht's wieder zurück. Und hier rein, aber sicher. Perfekt. Ah, meine Feuerblume ist weg. So, kriege ich die hier wieder? Yeah, okay. Das ist gut. Also es scheint ein faires Level zu sein, zumindest. Da will ich mich nicht beschweren. Und, oh nee, das war dumm. So, Roy, komm her. Na gut, aber den... Ja, ich bring den mal um, würde ich sagen. Ja, oder er bringt sich selbst um, ja. Mit dieser gefährlichen Schiffskonstruktion. So, Roy.
Oder ich bringe ihn um. Okay. Ah, okay, die haben keine Schlüssel. Alles klar. P-Switch. Okay. Kriegen wir die Feuerblume zurück? Ist gut. Sag ich nicht nein. Und ich hoffe. Komm ich schon durch. Ja. Es sieht so aus, als ob man die besiegen muss. Also der zumindest. Irgendwie glaube ich nicht dran. Nee. Nee, die ganzen Koopalinge hatten keinen Schlüssel. Warum sollte der jetzt einen Schlüssel haben? Aber wenn hier eine Feuerblume ist, dann besiege ich den Koopaling. Hier ist eine Eiche. Okay. Na, die musste ich leider sofort nehmen. Ja, gut. Wendy. Du kannst gerne weggehen. Und nicht genau dahin. Ja, gut. Scheiß drauf. Wendy. Macht mich kaputt. Rappels, dich hätte ich gerne. Sehr gut. Und Checkpoint. Ich glaube, das ist der zweite Checkpoint, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir sind ja schon sehr, sehr lange hier in diesem Level drin. Und. P-Switch. Ja, ich glaube, der hat auch keinen Schlüssel, oder? Nee. Nee, der hat keinen Schlüssel. Wenn er einen Schlüssel hat, dann sterben wir halt einmal. Aber ich glaube, der hat keinen. Jetzt kann ich hier hoch? Nein. Alles klar. Ein sehr kurioses Level, definitiv. Ich glaube, derjenige, der das abgeschlossen hat, der hat die Koopalinge alle besiegt. Das ist jetzt so meine Hoffnung. Hier ist wahrscheinlich ein Power-Up drin. Das hebe ich mir mal auf. Man weiß ja nie, ob man es braucht. Ja, aber ich müsste jetzt eigentlich schon relativ durch sein. Ja, jetzt kommst du noch. Aber der kann eigentlich nichts machen und... Hier hoch, oder? Ja, okay. Perfekt. Scheiße. Ah. Der Pilz hätte ich ganz gerne behalten, aber egal, dann eben nicht. So, Kamek und Bum-Bum. Ja. Bum-Bum, der richtet nichts aus und da kriege ich wieder meine Eichel. Da sage ich doch nicht nein, ne? Und muss hier rein. Ja. Bowser Junior noch. Scheiße. Und dich muss ich jetzt besiegen. Ah ja. Okay. Das ist mal hier eine krasse Besonderheit. Ja, dich müssen wir jetzt besiegen und... Bitte ohne Gegentreffer. Danke. Sehr schön. Sehr gut. Ziel? Nein. Aber wir kriegen immer Power-Ups. Das ist gut. Und jetzt müsste eigentlich noch ein Bowser kommen, oder? Ja, der kommt. So, ich muss aufpassen hier. Muss ich bestimmt besiegen. So. Oh, komm. Der Kito. Okay. Bowser, musst du so blöd hüpfen? Okay, egal. Egal. Bowser? Jetzt verarscht er mich hier noch. Okay, er ist tot. Sehr schön. Ich hoffe, ich muss nicht noch jemanden besiegen, aber es sieht gut aus. Sieht sehr gut aus, Leute. Ja. Yeah. Ja, first try. Sehr gut. Nice. Sehr gut. Daumen hoch auf jeden Fall an dieser Stelle. Vielen Dank, wie immer, für euren Support. Und eine Sekunde am Weltrekord vorbei. Egal. So, 7 und 2 Leben verloren. Puh, let's go. Spinny Trials 2-2. Doctor Who. Okay, wer sich so nennt, der hat sich hoffentlich Gedanken gemacht. Aber hoffentlich nicht zu viele Gedanken. Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Ich tue den Panzer mal lieber weg. Ja, könnte ich zwar mitnehmen, aber... Ja, natürlich. Der kommt auch nicht mehr wieder, oder? Ach komm, was ist denn das? Doctor Who. Hättest du wenigstens eine Reset-Tür bauen können. Oh, come on. Okay, dritter Tod. So. Den brauchen wir. Ist das gemein? Also eigentlich hat das Level ein Buch verdient. Allein schon deswegen.
Geht er da rein? Er geht da rein, okay. Gut, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, da müssen wir den auch reinschieben. Aber wir können nicht auf den drauf. Ah, da kommt Tanuki. Okay, den kriegen wir aber. Den kriegen wir. Wir müssen nur ein bisschen warten. So, wir haben den Tanuki. Und jetzt brauchen wir nur noch den On-Off-Switch. Alles klar. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Nein, perfekt. Okay. So, ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Level. Aber mal gucken. Ja, hier geht's schon weiter. Der kriegt mich nicht. Ich denke, wir müssen den Tanuki, glaube ich, behalten. Helm aufsetzen. Genau. Wir nehmen noch einen Helm mit. Warum auch nicht? Wahrscheinlich brauchen wir den noch den. Ich kann es mir zumindest sehr, 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 sehr gut vorstellen, dass wir den noch brauchen. Warum auch immer. Boah, ich leg den mal hier ab. Feuerblume. Warum brauche ich die Feuerblume? Kann auch hier den Schwanzkick machen. Da brauche ich die Feuerblume nicht, oder? Ja. Okay. Jetzt ist halt dann der Mancha so blöd. Ja, deswegen nehmen wir jetzt einen Ersatzhelm mit. Um hier ranzukommen. Ja, man muss sich hier schon ordentlich Gedanken machen. So, wir werden jetzt getroffen, oder? Nö, ach, wir werden gar nicht getroffen. Na gut, dann eben nicht. So, jetzt weiß ich nicht, soll ich die Feuerblume behalten oder den Tanuki? Ich behalte den Tanuki. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Ja, es ist egal. Okay. Es ist egal. So, was ist das jetzt hier für ein Schmarrn? Okay, sowas. Alles klar. Oh nein. Okay, die Stacheln. Bei den Stacheln ist es immer so, die schießen immer erst vertikal und horizontal. Und beim zweiten Mal dann... Ups. Vertikal. Wenn man das weiß, kann man den Gegnern viel besser ausweichen. Oh, thanks. Das sieht gut aus. Yep. Und ich würde sagen, wir springen da rein und ich wäre fast noch zu weit links gesprungen. Oh Gott. Okay, nice, sehr gut. 3 Tode nur. Und weiter geht's. Oh mein Gott, ich glaube, heute schaffen wir es. Heute schaffen wir es und das Level, ja, war eigentlich schon ganz gut. Nur der Anfang halt nicht, ne? So. Nummer 8. Let's go. Supertron 9. Oh, warum kommt jetzt ein Troll-Level? Okay. Von den 8 Leuten, die es betreten haben, hat es einer geschafft. Immerhin. Okay. Den Drop könnte ich umbringen. Soll ich den umbringen? Keine Ahnung. Ich glaube, es war egal. Ja, und jetzt halt wieder raten. Links oder rechts. Ey, das ist doch bescheuert. Wir gehen mal rechts rein. Tod! Ja, geil! Geil! Ah, wie lustig. Ah, das kriegt man, du. Dann gehen wir halt hier rein. Okay. Ja, toll. Und jetzt 1 von 3 die Chance. Kann ich wenigstens hier gucken, welche Farbe richtig wäre? Okay. Da bei grün die Gumbas direkt runterkommen. Denke ich, dass grün richtig ist, oder? Ja. Perfekt. Sehr gut. So finde ich es okay. Ja, das war jetzt nicht geraten, sondern das war Skill. So, ja. Aber jetzt ist wieder raten angesagt.
Wir nehmen diesmal rot. Oh, das ist beschissen. Ja, komm, leck mich! Oh, hätte man das sehen können? Oh, vielleicht. Okay, 5 Tode. So, grün ist richtig, ne? Bisher war immer grün richtig. Eventuell ist das auch generell immer richtig. Ah, jetzt ein Blind Jump. Weißt du, wegen sowas die Challenge zu verlieren ist immer... Ist eigentlich super scheiße. Ja, toll. Toll. Wo hätte ich jetzt hinspringen müssen? So, da oben sehe ich wieder rote Goombas. Da war ich noch nie. Das heißt, rote Röhre ist anscheinend immer falsch. Immerhin. Und, ja, okay, man hätte es auch hier sehen können, ne? Da sind rechts nämlich noch 2 Röhren. Shit, okay. Gut, grün. Und ja, ne. Oh mein Gott. So, und wir gehen in die grüne. Das müsste eigentlich die richtige sein. Ja, Checkpoint. Und natürlich kommt dann Twomp runter, natürlich. Natürlich, warum auch nicht. 7 Tode. Oh Mann. Okay, das ist das Ziel angeblich. Aber da kommt doch noch ein großer Twomp runter. Es kann mir keiner erzählen, dass da kein großer Twomp noch runterkommt. Es kann mir keiner erzählen. Oder doch nicht? Ne, okay, gut. Puh, wir können es doch schaffen, Leute. Wir können es doch schaffen. Oh mein Gott, aber ich hasse sowas. Uff, okay. Ah, wir können es noch schaffen, Leute. Wie viele Level haben wir jetzt noch? 2 Stück noch, 2 Stück noch. Okay. Come on, 2 Level. Und 7 Tode. Troll. Jo. 23 Sekunden. Okay. Ja, die ist bestimmt falsch. Noch nicht. Okay, da oben ist eine Tür. Ja, ich vermute mal, da muss ich hoch. So, gibt's hier... Ja, wobei, ich mache erstmal die Blöcke hier auf. Vermute nämlich, dass da ein Fisch oder so rauskommt, der mich eventuell nerven könnte. Pilz. Nehmen wir den mit. Ich denke mal, es schadet nicht, den Pilz mitzunehmen. Ja, vielleicht brauchen wir den hier. Mal gucken. So. Aber... Ich hab das Gefühl, ich muss hier einen Weitsprung machen. Ich hab das Gefühl, die Tür ist auch falsch. Oh, weil andererseits, ob der Creator so weit denkt, keine Ahnung. Okay. Wir haben den Pilz. Aber wir können das Ziel nicht mehr erreichen. Okay. Ah, da werden wir auch automatisch getroffen, oder? Das heißt aber, der Weg ist auch falsch. Definitiv. Vielleicht gibt es hier Kommentare. Und doch ein Weitsprung. Also ich werde definitiv von der Kreissäge gestochen. Ich schaff doch den Sprung nicht. Und vor allem, da ist ja nix, ne? Da ist ja nix. Oh, wahrscheinlich hätte man da durchrennen müssen. Ja, dann geht's vielleicht. Oder? Gucken wir mal. Ja. Jetzt die Frage. Müssen wir hier runter? Ja. Okay. So, ich habe immer so den Weltrekord im Blick. 23 Sekunden.
Ich vermute, dass man... Dass es hier noch irgendwo einen unsichtbaren Block gibt oder so ein Scheiß. Ja. Oh Gott, ey. Das ist wieder super spannend. Aber ich glaube, hier gibt es keinen unsichtbaren Block. Ich gehe mal da oben hin. Yep, das war richtig. Jetzt, Ah ja. Unsichtbarer Block. Ist halt die Frage. Ich hab das Gefühl, da links ist was. Ich glaube, da komme ich mit der Tür hin. Okay. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. So, jetzt bin ich hier in 14 Sekunden. Also entweder ist hier noch irgendein unsichtbarer Block, ja. Okay. Ah ja, okay, gut. Die Röhre wäre auf jeden Fall das Ziel, ne? Aber es gibt da zwei Eingänge. Ah, wir gehen nochmal dahin. Wir gehen nochmal hin. Und bitte Ziel. Ziel! Oh mein Gott! Ey! Oh mein Gott, Leute! Leute, wir schaffen's! Wir schaffen's! Weil. Noch ist nicht vorbei. Oh mein Gott, ein Level noch! Come on! 8 Tode! 8 Tode, ein Level nur noch. Okay, das wird spannend. Das wird spannend. Oh, das wäre doch schön, wenn wir das heute schaffen. Das wäre geil. Und bitte. Bitte was Gutes. Ein Japaner-Level. Klassisch. Kurz und knackig. Klingt ja eigentlich mal gar nicht mal so schlecht. Das ist kein Speedrun und das ist kein Troll. Ah, okay, Zeitdruck habe ich trotzdem. Den Sprung kann ich eigentlich. Wenn Mario will. Okay. 13 Sekunden Weltrekord. Oh, ich glaube, das war's. Ja, meine Güte. Yes. Yes. Okay, nice. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe, nach vor allem dem zweiten Troll-Level. Oh mein Gott, dafür kriegt der Japaner ein Like. Sehr geil. Sehr geil, Leute. Nice, so kann's gehen. Ich hätte es hier jetzt nicht gedacht. Aber nice, nice, nice. Und ich würde sagen, das waren ja drei coole Videos. Und vielleicht machen wir das nochmal, wer weiß. Mal schauen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und ja. Wir werden sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Stream wieder. Danke für Daumen hoch. Und vielen, vielen Dank. Lasst mir gerne Feedback da, ob ihr mehr von dieser Challenge sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Das tun wir ja eh. Und ich verabschiede mich wieder 1000 Mal. Aber ich freue mich.